Ja, grüßt euch, Burm. Hier ist mal wieder der problematische Klaus. Heute habe ich was sehr Leckeres für euch dabei, und zwar mal wieder was von den Öffentlich-Rechtlichen von Arte. Krieger und Frauenversteher. Ab wann ist ein Mann ein Mann? Und ich habe natürlich auch hier wieder einiges mit im Gepäck, aber damit kommen wir doch gleich mal rein, würde ich sagen. Dieses Thema Männlichkeit ist für mich nicht so das einfachste Thema, sage ich mal. Und bin jetzt schon länger Single und wollte da ein bisschen was bewegen, dass sich da was tut. Und das ist natürlich sehr gut und löblich, dass er hier was macht, ne? Weil das ist ja interessant, ne? Wir hören immer wieder so eine signifikante Korrelation, Single oder nicht von Frauen gewählt werden und Mangel an Männlichkeit. Und das sind ja oftmals diese wichtigen Faktoren, ne? Die Frauen wählen ja meistens dann Männer nach einem bestimmten Schema. Und komischerweise ist hier noch nicht wirklich hier dieser Fortschritt irgendwie angekommen, weil eine Frau wählt ja immer noch wie im Urteil diesen toxischen Mann, der sich proaktiv hier dominant ein bisschen über die Frau stellt, weil es wird ja meistens so nach oben geschaut. Und natürlich auch, wenn ein Typ mehr aus sich rauskommt, konfrontationsfähig ist, sagen kann, was er möchte, Grenzen aufziehen und so weiter. Das ist ja dann gerade das, was da sehr, sehr spannend ist. Das wird aber oftmals so, unter den Tisch gekehrt. Und dafür ist es halt wichtig, dass man auch den Mut findet, die Klappe aufzumachen und zu sagen, ey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Das ist für manche Menschen halt ganz einfach, für mich ist das nicht so banal. Dazu würde ich aber noch fügen, dass der Mann ja immer noch derjenige ist, der hier den ersten Schritt macht. Weil das ist ja immer diese Dynamik, ne? Wie Frauen hier ihren Move machen. Ja, steht dran und dann der Typ macht nichts. Ja, okay, sein Verlust. Das ist aber halt wirklich so wichtig, dass man das auch immer wieder sieht, weil, wie gesagt, ne, eine Frau ist ja hypergam und wählt ja je nachdem kurzfristig, langfristig immer den Typen, zu dem sie hochschauen kann, von der Körpergröße angefangen, weitergehend, wie wir es ja oftmals auch zeigen. Männer hier Job, Körper, Sozioökonomie, soziale Kompetenz und Frauen bitte nicht zu so dick sein, aber das regelt ja auch die Body Positivity. Also das ist halt auch immer wieder wichtig, dass man da gerne auch mit dem Finger drauf zeigen. Und deswegen trainiere ich halt diesen Mutmuskel in alltäglichen Situationen. Exakt, ja, Sozialkompetenz, ne? Das ist ja auch hier für Männer dann das, ne? Dass die Frau dann auch merkt, oh, okay, der traut sich was. Oftmals lesen sie dadurch ja evolutionspsychologisch raus, der ist weiter oben im Status, dass er sich sowas leisten kann. Der ist bestimmt von anderen Frauen auch gewollt. Da sieht man dann auch die weibliche Präselektion, wie die 5 Sterne auf Amazon. Und das sieht man primär hier von der Frauenseite. Interessanterweise aber nicht umgekehrt, wie man auch öfters mal in den Studien beleuchtet haben. Dazu aber später noch mehr. Trainingsaufgaben für seinen Mutmuskel bekommt Hendrik von einem Männercoach. Bei ihm macht der 32-Jährige seit kurzem ein Online-Seminar. Hendrik soll lernen, seine Komfortzone immer stärker zu erweitern. Hallo, Entschuldigung, könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Wie komme ich denn von hier zu den Sylwiesen, wo das Oktoberfest ist? Hier sehen wir die indirekte Ansprache, ja, um warm zu werden, eben ganz interessant, aber primär das bessere Endziel ist ja letzten Endes, dass du wirklich direkt hingehen kannst. Hey, du, Entschuldige, du bist mir gerade aufgefallen, ich hätte es ja total bereut, hätte ich dich jetzt nicht angesprochen. Aber dann ist natürlich auch ein Prozess, wo der Mann erst hinkommen kann, um dann letzten Endes hier auch die Sozialkompetenz, Selbstvertrauen und so weiter durch so einen positiven Feedback-Loop aufbauen kann. Und das wird ja auch wieder von Frauen, wie vorhin gesagt, dann dadurch belohnt, indem sie dann mit dem was anfangen. Aber das wird ja oftmals hier geleugnet dann von Mainstream, Blue Pill etc. pp. So, und das ist jetzt eigentlich noch die einfachste Art von Komfortzonentraining. Und das ist halt gut dafür, um warm zu werden für höherstufiges Komfortzonentraining. Auf alle Fälle, ja, das ist ja das, ne? Da wird man dann warm. Das ist aber das Geile, dass du da ja auch siehst, dass es im Grunde genommen ja nichts weiter ist als die sogenannte Expositionstherapie, dass du dich ja wirklich hier unangenehmen Situationen stellst und gerade als Mann dann hier dran wachsen kannst. Sehr, sehr spannend. Ängste abbauen und so weiter. Und heute Abend soll Hendrik an seine Grenzen gehen. Sein Online-Coach will, dass er einer schönen Frau auf dem Oktoberfest in Lüneburg ein Kompliment macht. Eine große Herausforderung für Hendrik. Auch deshalb, weil ihm bislang alles, was meist als typisch männlich galt, eher suspekt war. Ja, das ist ja auch meistens hier von den klassischen Nice Guys eher so, oh ja, das ist ja gesellschaftlich geächtet. Und oder wenn der Vater dann hier ein bisschen narzisstisch unterwegs war, ja, ich möchte auf gar keinen Fall wie mein Vater sein. Ja, aber dann fragt euch doch mal,
warum hat denn der Vater dann überhaupt die Chance gehabt, bei der Mutter zu landen, wodurch dann letzten Endes erst das Kind entstanden ist? Also da könnt ihr jetzt nicht eins und eins zusammenzählen. Ich habe gedacht, Frauen stehen immer auf den netten Typ. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, ne? Frauen finden das ja spannend, obwohl sie meistens dann merken, ja, wie schlecht doch diese Narzissten sind. Es sind ja diese ganzen Channels immer, ach ja, du Prinzessin, du bist stärker. Ich habe mich jetzt von meinem Narzissten getrennt. Ne? Die Ex sind immer deine Narzissten. Und der Nice Guy ist dann komischerweise immer das emotionale Tabu. Das ist ja so genial. Aber wie gesagt, der Mann muss nicht zum Narzissten werden, sondern darf eher diese Sachen kultivieren, die Frauen eben damit auch scharf finden. Der Typ, der Narzisst, stellt sich meistens über, der ist von sich aus proaktiv führend und bringt damit natürlich all die vielen anderen Sachen einher, die Frauen in der Masse so scharf finden, aber natürlich wie immer leugnen. Ja, der Stereotyp von Männlichkeit war so in meiner Kindheit Fußballfan sein und solche Sachen wie Kunst gehörten da eher nicht für mich rein. Und das waren aber eher so Dinge, die mich interessieren. Und da gilt es halt auch mal genauer aufzuklären, weil ich hasse auch Fußball auf den Tod, total uninteressant. Was hier wichtig ist, ne, wenn du jetzt Kunst abfeierst oder sonst was, das Konzept des Nischenalphas zu verstehen. Und das ist dann eben der Mann, der in einer bestimmten Nische, sei es jetzt Kunst, wo ja auch ganz, ganz viele Frauen unterwegs sind, die höhere Position einnimmt und dann zum Beispiel ein Führer ist. Ne? Zum Beispiel ja, einer, der hier schon ausgestellt hat und da und schon diese und jene Position hat oder zumindest die Ambitionen diesbezüglich, der wird dann wieder von den ganzen Künstlermädels selektiert und du musst dann nicht in diesem Fußball oder sonst was unterwegs sein, sondern die eigene Nische finden und da kann man dann auch richtig abräumen, ne? Weil da auch wieder, je nachdem, der Yoga-Lehrer auf Bali, ach mei, der ist ja so spirituell und oh, der kennt sich mit Astrologie aus, magisches Denken. Da ist sowas natürlich auch möglich. Und der muss natürlich nicht dieser überspitzt gezeichnete Neandertaler sein, sondern nur vom Stamm akzeptiert, wodurch ja auch dieser soziale Status dann daherkommt. Das kann ja auch auf irgendeiner intellektuellen Schiene sein, wo andere Frauen sind und das, was natürlich auch für Frauen nützlich ist. Das ist ja dann auch immer so ein Thema dabei. Und von daher hatte ich auch immer das Gefühl, falsch zu sein. Und jetzt versuche ich gerade selber herauszufinden, was sind denn Qualitäten von Männlichkeit? Weil früher habe ich mein Bild von diesem Stereotyp abgelehnt und damit habe ich Männlichkeit abgelehnt. Und deswegen ist es für mich gerade spannend, das zu erforschen. Was bedeutet das überhaupt? Und das ist ja auch sehr spannend, wenn wir da mal in die Forschung reinschauen, weil es gibt ja kulturübergreifend gleichbleibende Männlichkeitsaspekte, ne? Die Verbalwissenschaftler und die Dünnbrettbohrer, die erzählen euch natürlich was anderes. Oh, alles sozial konstruiert, wie wir es ja aus diesen Vogue-Links-Lagern immer hören. Aber was sehen wir hier? Was ist der Beweis dafür, dass Männlichkeit teilweise angeboren ist? Oh, Bauchi, sweating intensifies. Nun, geschlechtsspezifische Unterschiede in Kognition und Verhalten sind weltweit zu finden. Oh, trust the science? Natürlich nicht in dem Bereich, gell? Und ihre Universalität deutet auf etwas hin, das die Kultur transzendiert. Darüber hinaus bilden die meisten davon eindeutige Männlichkeit ab. Zum Beispiel spiegelt sich die Tendenz, wettbewerbsfähiger, körperlich aggressiver, sportinteressierter in der Tendenz zu sein. Ne? Es geht hier auch für die nicht alle Polizei. Klar gibt es Ausnahmen, aber man sieht es ja immer wieder, dass hier sowas sichtbar ist. Ne? Kompetenz vor allem, Leistung, das sind ja alles Dinge, die Männer interessanter finden. Und deswegen auch Kompetenzhierarchien so gerne ausbilden. Siehst du eben, wie gesagt, viel mehr bei Männern als bei Frauen. Leider Gottes, auch wenn es kein gutes Gefühl im Bauch macht, die Teildeterminante der Biologie. Ein Kämpfer und Gewinner zu sein, auch hier immer wieder sichtbar, wenn du alle Kulturen anschaust, diese Initiierungsriten für Männer, aber das wollen natürlich dann meistens die Bekämpfer der Männlichkeit nicht, weil, oh, das ist ja dann wieder Kapitalismus, oh, zumindest teilweise, aber auch wichtig, Frauen wählen ja diese Männer erst, weil das wieder die sexuelle Selektion ist, ne? Die Schöne und das Biest markiere ich auch nochmal gerne unten alles. Die Tendenz zu Überstundentätigkeit in Männerberufen, Umwelterkundung, Risikobereitschaft spiegeln sich in männlichen Geschlechtsskript des Versorgers und Beschützers wieder. Und damit einhergehend auch weniger zu weinen. Ne? Natürlich hat das nur die Gesellschaft irgendwo, die Ominöse, die sagen dann da, ja, ein echter Indianer kennt keinen Schmerz und deswegen machen das Männer. Was dabei halt weggelassen wird, ist halt immer wieder Komponente, Frauen wählen auch wieder stoische Männer, die das dann alles machen. Deswegen gibt es ja auch die Bodyguard-Hypothese, dass Frauen wieder diese Männer wählen. Ja, das ist ja oftmals
der Grund, warum sie auch die Bad Boys wählen, weil die ja im Notfall wehrhaft sind, weil die Frauen schützen können vor anderen Aggressoren. Und das wird ja dann oftmals auch geleugnet, wenn man sie alle so, hier Männer allgemein in diesem Bild, wie wir später auch sehen, sind ja im Grunde eigentlich nur fehlfunktionierende Frauen. Und wenn man sie endlich dazu bringen, emotional Striptease zu machen und zu weinen, oh, dann haben wir es geschafft, am weiblichen Wesen soll die Welt genesen. Aber da hat halt doch die sexuelle Selektion noch ein Wörtchen mitzureden. Entschuldigung, hast du kurz einen Moment? Ja, jetzt ist die Hemmschwelle wieder sehr groß, mit irgendjemandem in Kontakt zu kommen. Besonders auch durch das Setting, das alles ist so ein bisschen ausgelassen. Von daher ist gerade so ein bisschen, oh Gott, das packe ich nicht, so ein bisschen. Ihr müsst gar nicht in so einem hochenergetischen Umfeld wie jetzt auf dem Volksfest unterwegs sein, wo hier extrovertiert und so weiter eben die Leute sind, sondern ihr könnt auch, wenn ihr viel mehr hier auf der introvertierten Seite unterwegs seid, am Tag ins Daygame gehen, weil das einfach auch entspannter ist und weil das mir zumindest viel mehr Spaß macht, dass ich gar keine Clubs oder irgendwie Volksfeste sehe, zum kurzen Bierzeltmusik, ne? jedem das seine. Auf die eigenen Präferenzen, auf die eigenen Stärken gehen und deswegen halt da auch gucken, ja, beim Daygame, wenn euch das mehr gefällt, im Vergleich, dass man sich dann dazu zwingt, in irgendeinen blöden Club reinzugehen. Wo eh die Frauen viel defensiver sind, weil sie sich 3 Stunden geschminkt haben, natürlich nur für sich und ihre Mädels, versteht sich. Das darf man hier natürlich auch immer schön mit reinkalkulieren. Hallo? Darf ich kurz stören? Das ist halt auch schwierig, ne? Klar, in der Situation unschön für ihn, aber an sowas wächst man. Und zweitens, ich würde nicht reingehen mit einer Frage, hey, hallo, darf ich kurz stören? Weil damit mimst du ja den Buckdackel und eine Frau will ja immer hochschauen zu dem Typen. Und wenn du fragst, du, Entschuldige, darf ich dich mal was fragen? Peter Buckdackel? Auch immer im Hinterkopf behalten. Deswegen am besten schauen, indem du sagst, hey du Entschuldige, du bist mir gerade aufgefallen, wie vorhin gesagt, und ich hätte es ja fast bereut, hätte ich dich jetzt nicht angesprochen. Hi, grüß dich, ich bin der holde Erwin. Trotzdem für sich selber einfach noch mehr schauen, dass man hier noch mehr Referenzerfahrung sammeln kann. Ich fühle mich gerade wirklich sehr erleichtert, weil ich bin mein Ziel, eine neue Männlichkeit für mich entdecken, auf jeden Fall sehr viel näher gekommen. Ja, und da darf man auch stolz drauf sein, ne? Weil die meisten trauen sich ja sowas nicht, weil sie hier dieser Blue Pill Matrix, ja, das ist böse. Wenn du da einer Frau sagst, du bist mal aufgefallen, gell? So hörst du es ja von den Boko Haram Leuten. So, das ist schon eine krasse Erfahrung gewesen. Am nächsten Tag hat Hendrik einen Zoom-Termin mit seinem Coach Sven Philipp. Auf ihn ist Hendrik durch den YouTube-Kanal Männlichkeit stärken aufmerksam geworden. Hendrik will nun zusätzlich zu seinem Online-Coaching an einem 7-tägigen Männer-Workshop teilnehmen. Und es ist halt auch immer interessant, ne? Wie du wirklich da gar keine männlichen Orte mehr hast, wo du diese Leute miteinander hier in Kontakt treten lassen kannst, um zu netzwerken und all diese Dinge. Deswegen nur mal hier ein bisschen Schleichwerbung. Plane ich ja jetzt auch mit ein paar treuen Red Pill-problematischen Männern, hier die sogenannte Incel-Al-Qaida aufzumachen, wie es ja dann bestimmt im Mainstream heißen wird. Also auch ein Camp vor allem für Red Pill-Männer, um zu netzwerken, um sich auszutauschen und um halt hier auch mehr in Richtung toxische Männlichkeit zu gehen. Aber das thematisieren wir nochmal genauer in einem anderen Video. Was mich angesprochen hat, ist, dass ich selbstbewusster da werde und mehr zu mir selbst auch stehe. Und da war gar nicht mal so entscheidend, ob das jetzt purer Männerworkshop ist. Ich glaube, es geht darum, dass da so typisch männliche Themen drin vorkommen. Dann denke ich, dass meine zwischenmenschlichen Fähigkeiten sich da enorm drastisch verbessern werden. Ist ja auch meistens bei den Nice Guys, dass sie wirklich keine wahren Männerfreunde haben, sondern nur so, ja, Blue Pill, männliche Feministen, Buckdackel und so weiter. Da, wo du halt wirklich das, was dich bewegt und vor allem Frauenthemen, nicht wirklich gelöst bekommst, weil die dann natürlich irgendeinen Schwachsinn sagen, oh, sei einfach du selbst, jeder Topf findet einen Deckel, wein doch mehr von den Frauen. Klappt natürlich nicht, wie wir alle wissen. Da brauchst du halt Leute, die hier wissen, was abgeht, die kein Blatt vom Mund nehmen, keine Buckdackel sind und wo du halt wirklich da diese Männerfreunde hast, die dich damit dann nochmal unterstützen und nicht dauernd versuchen, wie die Krabben in dem Fass dich unten zu halten. Und dass das im Alltag, in allen möglichen Situationen, also in allen Lebensbereichen von Vorteil ist. Coach Sven möchte nun von Hendrik wissen, wie das Frauenansprechen gelaufen ist. Hey Hendrik, na? Hi Sven, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Hast du ein paar schöne Sachen erlebt? Oh ja. Und ist das Brustvolk willig?
Wäre das geil, wenn sie mal sowas raushauen würden. Aber das ist ja meistens auch mein Problem, ja, mit manchen anderen Coaches, dass die teilweise zu soft sind, vor allem wenn sie mit den Mainstream-Medien reden. Oh, da wird dann immer gesagt, ja, oh, wie können wir denn noch ein bisschen den Hintern pudern? Das war krass gestern, also wirklich, wirklich krass. Das ist genau der Zeitpunkt, wo sich was verändert. Dein Gehirn sagt allerhand an Zeug, oh mein Gott, das geht nicht, dann machst du es, dann kriegst du diesen Adrenalinschub und dein Körper und dein Gehirn erinnert sich im Prinzip so, oh, ist gar nicht so schlimm. Ja, klassische Verhaltenstherapie oder hier diese Exposition finde ich auch gut, weil Männer dadurch vor allem mit dem gemeinsamen Ziel in der Gruppe dann arbeiten können. Das ist ja auch das Geniale. Und hier diese Angst im Zusammenhang erledigen können und dadurch natürlich auch noch wachsen. Ein Riesenschritt für jemanden, der sowas vorher noch nie gemacht hat, der vorher sich noch nie in Art und Weise gezeigt hat von so, oh, ich finde dich attraktiv. Das ist tatsächlich auf den Kern gebracht. Das Hauptproblem der meisten Männer, wenn sie Probleme mit Flirten haben, das ist halt A, überhaupt mutig genug zu sein, sich selber zu zeigen in seinem Wunsch nach, ey, ich möchte jemanden kennenlernen, in Wunsch nach Beziehung oder auch Sexualität. Ja, weil sie ja meistens da toxisch-männlich indoktriniert werden. Zweitens, aus dem akuten oder chronischen Single-Mutter-Haushalt kommen, ne? Und wie wir alle wissen, Frauen erziehen ihre Söhne zu Männern, die sie selber niemals daten würden. Oh, dein Vater, der war ja so schlimm und so weiter. Da sind natürlich dann oftmals auch Wahrheiten dabei, aber auch wieder Fragen, okay, warum hat sie denn jetzt den Mann gewählt und nicht den Nice Guy, der so ist wie ich? Komisch. Aber das sind dann wirklich interessante Fragen. Und nochmal, man muss nicht zum Narzissten werden, aber diese toxisch-männlichen Überstellungsverhaltensweisen, 50 Shades of Grey, ja, 52 Sprachen, 125 Millionen Exemplare verkauft, Stand 2015. Warum ist denn das so kulturübergreifend? Also, ich könnte es nicht sagen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die, ja, die Verunsicherung von, was ist jetzt hier die gesellschaftliche Regel? Da will ich noch hinzufügen, dass du als Mann ja dann belohnt wirst, wenn du bestimmte gesellschaftliche Regeln brichst, weil der traut sich, die Normen zu brechen. Das ist ein Kettenspringer. Auch wieder das Implizite, die Frau fragt, warum macht er denn das? Warum traut er sich denn das? Oh, sozialer Status muss der haben, sonst könnte der es ja nicht machen. Oder andere Themen, ambitioniert sein. Das ist ja auch dieser Risikofaktor, wenn die Frauen merken, okay, der hat mehr hier flirtige Blicke Richtung Risiko, mehr Statuspotenzial, der kommt mehr raus, eventuell später dickerer Geldbeutel. All diese Dinge selektieren ja Frauen, wie man ja später nochmal genauer anschauen, im Literaturverzeichnis des ewigen Hasses auch empirisch belegt. Und wenn du dich dann traust oder die Frechheit hast, ja, zu deiner toxischen Männlichkeit zu sagen, ne, dann wirst du natürlich belohnt mit Leckerlis, wenn andere Faktoren noch dazu auch stimmig sind. Feminismus oder die Revolution der Frau, dass sie endlich mal anfangen, ihr eigenes Ding zu machen und ihre eigenen Rechte durchzusetzen. Das war unbeschreiblich wichtig, hat aber das ganze Rollensystem zerstört. Und da merkt man schon das Anschmiegen an den Mainstream, denn mein Problem dabei ist ja folgendes. Warum haben sie denn diese Gleichberechtigung, Gleichstellung nicht auch beim Dating gemacht? Denn der Feminismus in der Realität ist halt leider Gottes immer Autorität der Männer, Privilegien der Frauen und Verantwortlichkeit der Kinder. Und das geht halt nicht, wenn man wirklich für Gleichstellung ist, darf das auch gerne hier weiter umgesetzt werden. Ne? Und nicht nur immer die schönen Sachen. Bauarbeiter, Gleichstellung, weg damit. Jetzt wird also von mir in Anführungsstrichen nicht erwartet, irgendwie XYZ an Mann zu sein, sondern es wird von mir erwartet, zu sein, wer ich bin. Ja, wer bin ich denn überhaupt? 50 Kilometer nördlich von Berlin. In einem Feriencamp am Ruhlesee beginnt Anfang Oktober für 220 Männer ein 7-tägiger Workshop. Die Teilnehmer erwartet in den nächsten Tagen ein intensives Programm aus praktischen Übungen und Vorträgen. Jeder Übungstag ist einem speziellen Männerbild gewidmet, zum Beispiel dem des Liebhabers, Kriegers oder Königs. Das erste Seminar übernimmt Sven. Hallo und herzlich willkommen. Wer von euch ist ein Mann? Was ist ein Mann? Und das ist ja aber auch interessant, ne? Da müssen sie jetzt erst einmal sozusagen diese Brainwashing-Dynamik erstmal rauskriegen. Ja, komm, du zurück auf deinen Platz, Schuldschnuller, erstmal aus dem Hintern ziehen, weil, dass sie dadurch ja erstmal ja zu sich selber trauen. Ne? Und dann hast du halt diese Archetypen, von denen kann man jetzt halten, was man möchte. Ja, dieser Liebhaber, dieser Magier und so weiter und so fort, nicht so mein Ding. Aber trotzdem kann man ja da bestimmte innere Anteile kultivieren und wachsen lassen, was ja per se nichts Verkehrtes an sich hat. Wer von euch hat das Gefühl, seine innere Wahrheit zurückzuhalten, um anderen zu gefallen? Typische Nice-Guy-Dynamik, ne? Das ist ja genau immer das. Ja, wenn ich nur nett genug bin, wenn ich nur genug Speichel lecke
und ganz, ganz sympathisch wirke, dann werden meine inneren Bedürfnisse, meine Wünsche erfüllt, aber funktioniert ja nicht. Gerade bei Frauen, ne, da kommst du ja viel besser an, wenn du mal auf den Tisch hausch im übertragenen Sinn, indem du hier sagst, oh, das ist meine Meinung und nein, nix Buckdackel. Weil dann merken sie, oh, der traut sich Normen zu brechen. Und, und das ist ja, wie es der erste Prophet dann oftmals gesagt hat. Und dann werden sie nass. Nass wie Hund. Also ich liege jetzt hier, das sind normale Gedanken. Und jetzt sagt ihr, er ist wieder der Durchgepeitschte. Es ist aber die Wahrheit, es sind Sachen aus dem Leben. Nicht ohne Grund, gell? Wer von euch hat in seinem Leben mit Depressionen und Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen gehabt? Also schon krass, wie viele Hände da auch hochgehen. Und das ist ja auch hier ein massiver Blindspot, auch wie schon mal gesehen, warum ich glaube, dass die Red Pill so wichtig ist, weil gerade auch in diesen Problemen der mentalen Gesundheit bei Männern sehr, sehr häufig eine Frauenthematik ja, ausschlaggebend ist, gerade wenn es dann um Themen rund um ja, noch weitere drastische Maßnahmen geht. Primär, wie wir aus der Studie gesehen haben damals, meistens Frauenprobleme. Ja, ist hier ganz allgemein mit seinem Sexleben unzufrieden. Also zu wenig Sex, zu langweiligen Sex, gar kein Sex, Erektionsprobleme, zu früh kommen. Danke für euer Vertrauen. Ihr merkt, wir sind nicht alles irgendwelche geilen Ficker, die ständig irgendwie super toll sind und ja, ihr seid nicht allein. Das ist auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ne? Aber das ist ja auch interessant, das hat der Kevin Samuels damals gesagt, ne? Die Frauen, die sprechen die ganze Zeit untereinander. Als Mann muss ja meistens das dann selber rausfinden oder zumindest hier die digitalen Informationsquellen bedienen. Das ist schon mal ein Vorteil von Frauen. Und zweitens finde ich das ja oftmals interessant bei diesen ganzen Nice-Guy-Syndrom-Dynamiken. Da ist ja sehr viel toxische Scham, die nach innen gerichtet ist und oh, der muss sich gefallen, jetzt muss ich extra Gas geben. Und damit hast du natürlich teilweise einen signifikanten Faktor, warum es dann da Startschwierigkeiten gibt von psychologischer Natur oder dass sie sich auch weniger trauen. Ne? Du, ich würde dir jetzt gerne einen Kussi geben. Du, ich möchte jetzt gerne das machen. Ist aber halt leider Gottes ein Vagenetrockner, was ja auch leider selten bis nie angesprochen wird. Und deswegen hier diese Dynamiken auch gerne auf der Ebene der Sexualität für Männer immer darstellen. Haben wir auch mal gemacht, die Top 4 wichtigen Dinge, wenn es ums Rohr verlegen geht, auch nochmal gerne hier oben. Gerade im heutigen Zeitgeist, wo viele junge Männer sich in Computerspielen verlieren, in sozialen Netzwerken, die in dieser komplizierten Welt auch Schwierigkeiten haben, überhaupt ihren Weg zu finden, bedeutet für mich heutzutage Männlichkeit, übernimm Verantwortung für dein Leben, für deine Gefühle, für deine Sexualität und für das, was du in dieser Welt zurücklassen willst. Auf alle Fälle, ne? Verantwortung schafft nämlich immer Handlungsspielraum. Ja, ich weiß, da gibt es manche Leute, oh, da macht es gar kein gutes Gefühl im Bauch hier, weil dann können wir es ja nicht mehr externalisieren und sagen, oh, das Patriarchat ist dafür schuld. Aber wichtig trotzdem, als Mann immer sich ins Bewusstsein rufen, ja, Verantwortung ist wichtig und schön, trotzdem darf es dafür dann auch Freiheit oder Autorität geben. Weil wenn es nicht der Fall ist, ist Verantwortung ohne Autorität leider Gottes die Sklaverei. Und da sich dann auch nicht beschämen lassen. Gerade wenn es um solche Themen geht, ja komm, jetzt nimm schon mal Verantwortung her und zieh andere Leute Kinder groß, denn dann bist du ein Mann. Diese Männlichkeitsmedaillen sind mit Vorsicht zu genießen, weil die eben hier primär den weiblichen Interessen dienen. Ne? Sozialer Vater, haben wir ja schon mal besprochen. Und was ich sehe, wo wir Männer mehr Männlichkeit brauchen, ist mit anderen Männern in Kontakt zu gehen. Wir sehen den anderen Mann ganz häufig als Konkurrenten, ganz häufig irgendwie als jemand, dem man nicht trauen kann. Und dort zu sagen, hey, ich gehe mit dem anderen Mann in eine Verbindung, in eine emotionale Intimität. Das ist das, was die Männer heute mehr brauchen, was heute so notwendig ist. Ja, und da merke ich schon so leicht oh, ein bisschen mehr in Richtung emotionale Intimität, Bauchi-Bauchi, schön und gut und vor allem für die Männer, wo das dann eben ansprechend ist. Aber du musst ja nicht in einer Männerfreundschaft oder in einer Männergruppe sofort wieder in die Richtung, jetzt sind Männer, komm, jetzt sind wir mal funktionierende Frauen und reden über Bauchi, ne? Hat jetzt nicht gesagt, aber hören wir mal noch rein, was noch kommt. Es ist für mich ungewöhnlich, mit neuen Leuten zusammen zu sein. Von daher, dass viele hier sind, die ähnliche Probleme haben oder ähnliche Themen, die sie beschäftigen, da ja, bin ich sehr zuversichtlich, dass das hier gut wird. Die Männer sollen sich untereinander austauschen und gemeinsame Übungen machen. Angeleitet werden diese kleinen Gruppen jeweils von Männern, die schon öfter an den Coachings von Sven und Martin teilgenommen haben, den sogenannten Rudelführern. Und das ist immer, was Männer auch mehr anspricht, ne? Weil der Weg der Männer ist der Weg der Gruppe, wie wir es ja auch von dem genialen Center of Male Psychology von John Berry in seinem ja, Sammelsurium an Studien, wo es wirklich
positiv-männliche Psychotherapie und all solche Dinge geht, frei von bestimmter Ideologie, dass da wirklich hier das drinnen steht, dass man Männergruppen auch so aufbaut, weil es Männer mehr anspricht, im Vergleich zur ewigen Gesprächstherapie und emotionaler Striptease-Dynamik, die sie ja immer von Männern wollen. Ich war beruflich sehr erfolgreich. Ich habe eine 16-jährige Beziehung hinter mir. Einmal im Monat Sex, zweimal. Und normal, aber kein großer Streit oder keine Eskalation. Nur, dass wir die größte Stadtvilla in dem Ort hatten und so mit Garten und wunderschön. Und ich habe ihr das Haus kurz vorher geschenkt als Wertschätzung. Und auf einmal standen meine Sachen vor der Tür. Und dann dachte ich, habe eine 16-jährige Beziehung hinter mir. Einmal im Monat Sex, zweimal. Und normal, aber kein großer Streit oder kein... Brutal. Das ist halt aber immer das, ne? Anziehung ist nicht verhandelbar, wie ihr alle wisst. Und zweitens, meistens rutschen Männer dann eben da in diesen Buckdackel-Modus rein, noch mehr für die Frau machen zu wollen. Komm, wir machen eine Hausarbeit. Da kommt dann dieses Verhandeln. Viel wichtiger ist es ja dann, Aufmerksamkeit abzuziehen, wieder auf das eigene Leben fokussieren, im Vergleich immer diesen Diener von der Frau dann zu machen. Weil das macht eben auch Sahara-Vagenetrockner im Keller, ne? Eskalation? Nur, dass wir die größte Stadtvilla in dem Ort hatten und so mit Garten und wunderschön. Und ich habe ihr das Haus kurz vorher geschenkt als Wertschätzung. Kurze Schweigesekunde. Press F. Und auf einmal standen meine Sachen vor der Tür. Und dann darfst du deine Kinder nicht mehr sehen. Hypergamy doesn't care, wie es im Englischen heißt. Ja, Hypergamy juckt sich nicht für deine Leistungen oder was du in der Vergangenheit gebracht hast. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil Männer meinen oftmals, dass es da wirklich so ein Konto an emotionaler Leistung, was habe ich da schon gemacht? Wenn die Frau sich dann entscheidet und Frauen entlieben sich schneller, dann macht es einfach so und hier teilweise häufiger dann ein Monkey Branch, Warmwechsel ins neue Lager und dann sind die Taschen vor der Tür, weil Frauen eben durch die Kriegsfrauendynamik evolviert sind, schneller den Mann emotional abzustreifen. Ja, im Urteil, der Mann hier, Säbelzahntiger aufgefressen, dann muss schnell der Neue her. Und da sieht man eben diesen signifikanten Unterschied, dass sich Männer viel schwerer tun, loszulassen und eine Frau, ja, tendenziell viel leichter. Klar, sie kann auch viel schneller neue Männer heranziehen als ein durchschnittlicher Mann neue Frauen. Das ist ja auch essentiell, aber wirklich hier auch der Klassiker. Männer sind die idealistischen Romantiker, Frauen sind die idealisierten Romantiker und an solchen Geschichten, die sehr, ja, eher repräsentativ, was ich euch auch erzählen kann von der ganzen Ex-Zurück-Coaching-Erfahrung, dass es dann auch wieder diesen O-Ton mit daherbringt und hausgeschenkt weg. Ne? Deswegen auch letztens das Gespräch erst mit dem Anwalt. Und dein Zeug steht da und du fängst komplett neu an. Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, wie ich wieder auf die Spur komme. Weil da waren halt so Fragen, okay, du bist jetzt Single, was kannst du denn gut? Was fühle ich? Das habe ich hier zum ersten Mal die Frage, was fühlst du gerade? Das ist einfach gespürt, wie du gelitten hast, wie du alles für die Frau gemacht und wolltest richtig Gutes machen und bist dir voll auf die Schnauze gefallen. Das ist richtig heftig. Und deswegen ist es so wichtig, die Red Pill auch immer wieder hier den Leuten oder vor allem den Männern zu erklären, damit sie sowas nicht einfach aus allen Wolken plötzlich erfahren und dann, hoi, ja, wie konnte das passieren? Das ist auch sehr, sehr krass sowas. Sehr, sehr essentiell, deswegen auch hier nochmal die goldenen 15 Regeln hier oben für euch. Für mich war das hier wie eine Offenbarung. Also in meinem Umfeld, wenn ich in der Kneipe gefragt werde, wie ich mich fühle und ich fange an zu erzählen, dass ich mich unverstanden fühle und dass ich in meiner Beziehung unglücklich bin und dass ich, was weiß ich, keinen hochkriege, dann werde ich sofort als Weichei abgestempelt werden. Sofort. Ein Mann hat keine Schwächen und spricht nicht über seine Probleme. Ja, du brauchst halt auch kompetente Leute, ne? Die meisten haben gar keine Ahnung. Dann hörst du dann, ja, wenn die Frau dich verlässt, warst du nicht manns genug. Wenn du die Frau verlässt, bist du ein Arsch. Ne? Das ist halt auch hier ja schon ein sehr einseitiger Doppelstandard. Und das ist hier anders. Ich kann mich zeigen. Ich lade dich dazu ein, in Gedanken dir mal ein Bild deines Liebhabers vor Augen zu führen und durch diesen Raum zu schreiten, der dich gerne im Genuss hingibt, in Ekstase zelebriert, mit Frauen, mit Wein und Wein. Ah, wie war denn das jetzt? Wie hat's... Böde! Da sehe ich halt auch aber ein massives Problem der Blue-Pill-Konditionierung, denn viele Männer wollen ja einfach sich selber sein, ne? Wollen halt einfach endlich mal offen kommunizieren, wollen ja endlich sich emotional verletzlich oder vulnerabel zeigen. Problem?
Frauen finden sowas gar nicht geil, ne? Gerade resignative Schwäche läuft einfach nicht. Das ist halt auch eine harte Wahrheit. Da gilt es halt, lieber solche Männergruppen suchen und dann da diese Bedürfnisse erfüllen. Aber mit einer Frau gefährlich, weil die Frauen sehen den Mann als Aktie oftmals. Ähnliches auch sichtbar in der Studie, ne? Weibliche Wahl und männlicher Stoizismus, dass eben die Frauen viel mehr Männer wählen, vor allem bei der langen Zeit, wenn sie ihre Probleme unter den Tisch kehren und natürlich weiterhin hier Status als signifikanter Faktor für die Wahl des Langzeitpartners. Ne? Und das ist ja ein krassester Selektionsdruck, den ich auch immer und immer gerne wieder zeige. Ne? Wo ist denn die moderne Frau, die jetzt diesen Mann, der auch unter dem Status ist, der auch ganz, ganz verlässlich, ganz, ganz emotional zugänglich ist, in der Masse wählt? Pustekuchen! Hat sich das gerade angefühlt? Schau, was es hier macht, wie es sich anfühlt. Nimm das gerne mit. Vor einem Jahr ungefähr war ich total schüchtern und ängstlich und dachte, ich kann nie mit einer Frau reden. Aber ich habe dank dieser Workshops gelernt, dass es noch andere Dinge gibt und dass das Wichtigste immer, dass in mir ruhen ist. Was habe ich euch gerade gesagt, ne? In mir ruhen. Was ist das? Stoizismus in einem anderen Wort, ne? Und das finden wieder die Frauen interessant. Ah, Mann. Oh, ich verstehe gar nicht, warum sind die Männer immer so hart? Jetzt da, oh, kommt zur Männer, weinen, weinen. Und dann machst du es als Mann und dann, weißt du, wir haben uns auseinanderklebt. Hi, das ist der Karl. Brutal. Ich glaube, es hat eine andere Qualität, wenn man nur mit Männern hier ist, dass man irgendwie mehr ins Offene reinkommt, mehr entspannter ist. Wenn vielleicht noch Frauen dabei sind, ist es vielleicht noch irgendwie wichtig, sich beweisen zu wollen oder nicht mehr authentisch sein zu wollen, weil man sich leicht verstellt, gerade wenn Frauen in der Gegend sind, die man beeindrucken möchte. Absolut. Und sowas passiert oftmals auch unbewusst. Und in einem bestimmten Milieu, wo nur Männer da sind, ja, gibt es solche Themen nicht, die dann aktiviert werden können. Gerade noch, wenn der Nice-Guy-Aspekt oder innere Anteil oder die mehreren davon noch viel zu aktiv und mächtig sind. Ne? Und von daher ist es, finde ich es wichtig, dass es nur ein Männer-Workshop ist. Der 43-jährige Männerforscher Christoph May setzt sich kritisch mit der Rolle des Mannes und männlichen Privilegien auseinander. Beta Baby! Und das ist ja auch wieder 1A Gaslighting, weil der Christoph May, den habe ich ja schon damals geröstet, klassischer, woker, identitärer Neomarxist, der sagt, kritisch, ja, ist ja nicht kritisch hier hinterfragend, sondern dekonstruieren. Das kommt aus dem kritischen Neomarxismus, wo man das eben Männlichkeit als soziales Konstrukt ansieht und auseinanderbauen möchte, dass man überall das Gleiche letzten Endes hat. Das ist sozusagen die ideologische Motivation von diesen Leuten, wie wir jetzt auch gleich nochmal hören. Mit seiner Frau Stefanie hat er das Institut für kritische Männerforschung gegründet. Mein ganzes Leben war eigentlich sehr männlich geprägt. Ich bin in Potsdam auf ein evangelisches Internat gegangen, habe in einem evangelischen Chor gesungen, bin parallel in die Graffiti-Szene reingerutscht, die ist sehr, sehr männlich dominiert hier in Berlin und Potsdam. Und im Film und Serien habe ich eben auch diese Männerbilder gesehen, die ich alle selber so intus hatte. Und das hat mich irgendwann so gelangweilt und so gestört, dass ich einfach gesehen habe, boah, meine Umgebung ist so männlich dominiert, ich muss da raus. Da sehen wir schon, oh ja, Schuldschnuller ist sehr, sehr stark bei ihm. Und wenn da primär Männer sind oder wenn sie männlich dominiert sind, dass er dann sozusagen einen Fluchtreflex kriegt, sehr spannend, warum ist denn der da? Das, sowas kann ja auch immer in die Richtung toxische Scham gehen, ne? Da möchte man hier das unbedingt ablegen, diesen bösen, schlechten inneren Anteil und versucht dann hier massiv im ständigen Verteidigungsmechanismus dagegen überall vorzugehen und anzukämpfen. Damit mehr Männer kritisch ihre Rolle in der Gesellschaft überdenken, hält der Männerforscher immer wieder öffentliche Vorträge. Kritisch, ne? Das ist immer ein sehr interessantes Wort, weil es ja auch so ein doppelbödiger Begriff ist. Meistens meinen die, ja, da hat man hier dieses böse soziale Konstrukt und wenn wir das endlich dekonstruiert haben, sehr reaktionär, weil sie ja auch meinen, dass man früher die edlen Wilden waren, dann kam die Erbsünde, Kapitalismus, Männlichkeit, dann wurden wir aus dem Garten Eden herausgeschmissen und jetzt da müssen wir das wieder dekonstruieren, dass man wieder alle friedlich, einheitlich, wir teilen alles ums Feuer tanzen. Ne? Was Reaktionäreres als so eine Ersatzreligion gibt es ja quasi gar nicht. Heute ist er im Kuze in Potsdam zu Gast. Die meisten Männer glauben, wir sind faktisch gleichgestellt, aber davon sind wir weit entfernt. Wir haben hier ein enormes Problem mit männlichen Privilegien. Alles die klassischen Leute, ne? Jedes Vorurteil stimmt. Und damit, dass Männer oft gar nicht wissen, was das überhaupt sein soll, weil wir ja 24/7 von männlichen Privilegien profitieren. Das größte Privileg für Männer sind Männerbindungen.
Also Männer, Netzwerke, männliche Monokulturen, sämtliche Bereiche der Gesellschaft. Und das sehen wir schon wirklich, dieses Feindbild Männlichkeit, Männerbünde, ganz böse. Oder wie er ja auf seiner Seite schreibt, traditionelle Männlichkeiten blockieren Gleichstellung, Diversität und Klimaschutz. Ja, und da merkt man schon, überall, wo am Ende nicht das Gleiche rauskommt, da muss das böse Patriarchat natürlich die Finger im Spiel sein. Ja, sehr verschwörungsideologisch auch. Männerbünde bilden das Fundament für Misogynie, Gewalt, Rassismus, Faschismus, Verschwörungstheorien, Hate Speech und Mansplaining. Ja, wirklich richtig krass, wie man hier auch dieses Feindbild sieht in dieser einen Gruppe. Männerbünde, oh, die sind für das Schlechte auf der Welt verantwortlich, am weiblichen Wesen soll die Welt genesen, im Umkehrschluss. Und dennoch glauben die meisten Männer, Feminismus hätte nichts mit ihnen zu tun. Da wissen wir schon ungefähr, wie wir den Herren hier einsortieren dürfen. Oder im anderen Video, wo er dann vor dem Buchregal steht, ja, diese Bücher, die sind ja hier ziemlich weiß, männlich, die Autoren. Feindbild weiße Männer natürlich. Ein Beispiel aus der internationalen Politik, beim CEO-Lunch auf der Sicherheitskonferenz Ende Februar diesen Jahres in München, da waren ausschließlich die berühmten alten weißen Männer anwesend und keiner hat es gemerkt. Das ist natürlich ein Problem, gell? Das sind alte weiße Männer. Das ist ja genauso krass ideologisch. Da, die haben das falsche Geschlecht und die falsche Hautfarbe. Ne? Da müssen wir sofort die Politkommissare reinstecken. Man darf sich vorstellen, ja, wenn man das von anderer identitärer Seite hört, dass man sagt, ja, mehr als 20% aller Nobelpreisträger sind Juden, obwohl sie nur 0,2% der Weltbevölkerung ausmachen. Oh, das muss die Weltverschwörung sein. Ne? Dann bist du wieder in diesen rechtsextremen Kreisen. Nur bist du hier halt in den linksextremen, linksversüften Gefilden, wie ich ja auch immer nicht ohne Grund sage, dass die dann hier wirklich so linksidentitär sind und hier so einen sexistischen Neorassismus auch kultivieren. Erschreckend. Ja, um zu erreichen, dass Männer sich für Frauenrechte engagieren, müssen sie ihre eigene Rolle kritisch hinterfragen, sich ihren Privilegien bewusst werden. Ja, genau das. Erbsünde als falsches Geschlecht geboren und Männer haben in der Vergangenheit das und das gemacht, deswegen böse, 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 ne? Schuld und Scham. Das ist unser Job, wir bringen Feminismus, versuchen Feminismus an den Mann zu bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ich da noch was hinzufügen darf, mit meiner Erfahrung, das kann ich nur empfehlen, umgebt euch als Männer mit Frauen. Ich glaube, weil viele Männer erlauben sich, glaube ich, diesen Kontakt mit Frauen einfach überhaupt gar nicht. Ja, und das ist halt auch das sogenannte Unterworfenheitsprinzip, ne? Ein struktureller Essentialismus, wie man auch sagen kann, dass Frauen so eine ganz, ganz bestimmte Einsicht haben, wo man Geschlechtsnarzissmus als Mann niemals hier reinschauen könnte. Deswegen haben die ja ganz, ganz besondere Weisheit, weil sie mit dem richtigen Geschlecht auf die Welt gekommen sind und dann hier aus ihrer Positionalität eine ganz spezielle Einsicht haben. So die ideologische Verblendung von Boko Haram haben wir auch mal schön hier oben zerberstet. Reduzieren das auf ein paar wesentliche Dinge im Patriarchat, aber wirklich zuhören, wirklich interagieren, ist, glaube ich, im Patriarchat für viele Männer sehr schwierig. Das? Und das ist ja auch so geil, ne? Dass sie dann sagen, ja, ungleiche Ergebnisse, Männer an der Spitze, Patriarchat, fertig. Aber warum ist denn das so? Ist es vielleicht so, dass Männer Selektionsdrücke haben und eine Glasdecke nach unten, dass wenn sie drunter fallen, nicht mehr die Sozioökonomie bedienen, von Frauen nicht mehr gewählt werden? Kann es vielleicht auch so sein, wie wir es vorhin gelesen haben, mit den massiven Überstunden, dass sie weitaus mehr Arbeit reinstecken und so weiter und so fort, dass das dafür ausschlaggebend ist? Oder wie wäre es mit den immer wieder sichtbaren Geschlechtsunterschieden bei den Objektfokussierungen und Dingefokussierungen, sogar hier bei den Neugeborenen sehen wir das, wenn man die Augen beobachtet, wo sie hinschauen. Weitergehend sieht man immer wieder durch Meta-Analysen, also Analyse von Studien, Männer sind viel mehr Objekt-Dinge fokussiert und Frauen viel mehr menschlich orientiert. Und deswegen sind die dann auch hier in der Spitze zu finden, gerade bei den Jobs, die mehr bezahlen, wegen Überstunden und all diesen Dingen. Na, das wird der komplette Religion widersprechen, soweit kommt's noch. Männer ihre Rolle in der Gesellschaft kritischer hinterfragen, ist auch für Laura Schleusener vom Potsdamer Kutze sehr wichtig. Es geht auch darum, Männer anzuregen, dass sie selbst in die Verantwortung kommen, ne? Männlichkeit zu reflektieren und zu sehen, wie das Patriarchat auch sie zurichtet. Ja, wie richtet es denn die Männer zu? Ne? Ist es vielleicht die weibliche Selektion? Na, no. Oh, na, Frauen sind ja nur der Pinball. Unterverantwortlich im großen Machtspiel der Männlichkeit. Coachings und Männlichkeit stärken, Alpha-Männer und so weiter. Was bringen solche Workshops was, wenn die da unter sich bleiben oder wenn die... Also mir macht sowas Angst, weil ich finde, Männer haben historisch und auch aktuell so viel schon zur Zerstörung der Welt beigetragen und in ihrer eigenen Suppe gekocht. Ich finde es schon fast anmaßend. Ne, Schuldschnuller, Männer haben böse Sachen gemacht, deswegen hat sich das sozusagen die Schuld vererbt. Und diese These wurde ja auch sehr schön in diesem Artikel nochmal hier zerberstet, ne? Dass man immer sagt, ja, Männer in einer patriarchalischen Gesellschaft insgesamt ein höheres Maß an sozialer und wirtschaftlicher Macht erfahren.
Warum? Da dürfen wir nicht zu tief graben. Als Mädchen und Frau, ne? Geschlechtsunterschiede, wie vorhin gesagt, Selektionsdrücke im Bereich des Datings, gibt's ja gar nicht. Sei einfach du selbst. Diese Aussage ist ein Beispiel für das, was wir in der Psychologie als Gamma-Bias identifiziert haben, ne? Immer wenn Männer was Schlechtes machen, dann schauen wir ganz genau hin. Bei den ganzen guten Sachen, die existieren nicht. Eine Art kognitive Verzerrung, bei der Beispiele männlicher Privilegien vergrößert und weibliche Privilegien ignoriert und wegerklärt werden. Vor allem dann, indem man halt immer wieder sagt, ja, extern Patriarchat macht, dass Männer böswillig sind, im Vergleich, dass es viel häufiger dramatische Kindheitserlebnisse sind. Aber sowas gilt natürlich nur, wenn es um Thema Probleme mit Ausländern geht, da traumatisiert, aber wenn es um gewalttätige Männer geht oder Probleme diesbezüglich, na, dann war es natürlich das allmächtige Patriarchat und nicht auch eine traumatische Kindheit, die erst zur emotionalen Dysregulationen und so weiter und so fort führt. Dass sie dasselbe immer weitermachen. Mhm. Und richtig oft kommt es mir so vor, als wären sehr viele Männer größenwahnsinnig und voll aus der Zeit gefallen, ja, einfach. Und das ist das sogenannte Apex-Fehlschluss, ne? Weil Frauen hypergam sind, haben sie halt leider Gottes auch immer so diese selektive Wahrnehmung und schauen nur bei den Männern natürlich hin, wenn sie Geld, Status, ja, Qualität im Leben haben. Und das Fußvolk da unten, die sind dann halt leider eher so der Furz im Wind, wie man sagen möchte. Heute ist der Tag des Kriegers. Also so Krieger ist ja das, womit ich mich so gar nicht identifiziere, weil ich eigentlich eher der Typ bin, der Konflikten aus dem Weg geht, leider. Ja, zum Glück hat er schon mal die Einsicht, ne? Weil, wie wir ja wissen, Frauen wollen alles in einem Mann, ne? Gute Gene, ökonomisches Investment und wie wir es hier unten auch beim Thema Männlichkeit lesen, Konfrontationsfähigkeit. In Berlin trifft sich Christoph May mit der Buchautorin Susanne Kaiser. Da wird der Volk und Jesus auch lachen. Susanne Kaiser, ne? Politische Männlichkeit, wie Incels, Traditionalisten das Patriarchat wieder mobil machen. Auch wieder hier natürlich aus einem bestimmten, ja, sehr extremen politischen Lager. Manche würden linksversifft sagen. Wo Männlichkeit natürlich als der Hegemon und das Böse schlechthin betitelt und angesehen wird. Susanne Kaiser, das ist die Expertin für kritische Männlichkeit in Deutschland und genau. Kontakt, aber vor allem online über Zoom und jetzt, jetzt endlich auch hier live. Na, wie war dein Vortrag gestern? Oh, der war gut. War eine entspannte Runde und ich habe gemerkt, das hat viel was mit den, auch mit den Männern vor allem gemacht da vor Ort. Und wir kriegen es endlich auf Linie, dass sie betaisiert werden und ja, endlich wie Frauen werden. Sehr gut. Und Susi, was sagst du? Ja, finde ich gut. Also bei vielen Männern, die sich selber als doch relativ reflektiert einordnen würden, dass da schon auch so ein Bedürfnis nach einer männlichen Identität vielleicht generell besteht, oder? Wie? Ja, und dieser Emotionsdiskurs, der nimmt super Fahrt auf gerade. Alles muss über Emotionen und Gefühle, Therapie verhandelt werden. So geil, ne? Ja, emotionale Striptease nimmt super Kurs auf. Und da versuchen sie eben hier mit dem Fuß in der Tür wirklich Männer zu betaisieren, ja, Kuschelkurs und so weiter und so fort. Aber da ist wirklich das köstlichste Potenzial, denn Frauen finden sowas halt leider Gottes in der Masse nicht attraktiv und das ist die Sollbruchstelle. Und es gibt viele Psychologen, die gerade auf den Zug aufspringen und Männlichkeit heilen wollen, aber es ist nichts, was man heilen muss und es ist nichts, was krank ist, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und die beiden, ja, ein kulturelles Problem, gell? Sozial konstruiert. Aber, was lesen wir hier? Geschlechtsunterschiede bei Partnerpräferenzen in 45 Ländern. Eine groß angelegte Replikation. Ja? Die Unterstützung für universelle Geschlechtsunterschiede in der Präferenz bleibt robust. Männer bevorzugen mehr als Frauen attraktive junge Partner, Fertilität. Frauen bevorzugen mehr als Männer ältere Partner mit finanziellen Aussichten. Ja? Und oder auch natürlich wie immer im Literaturverzeichnis des ewigen Hasses, sexistische Männer haben eher sexuelle Erfahrungen. Und auch hier sehr, sehr lustig und würzig. Dominanz bei Männern ist Anziehen für Frauen, aber nicht umgekehrt. Frauen bevorzugen durchsetzungsfähige und selbstbewusste Männer. Oh, so eine Sauerei. Bei der Gefahr, sich in diesen Männerrunden, die ja nur unter sich bleiben. Na, ja, ist doch auch irgendwie paradox, oder? Dass Männer Probleme damit haben, eine Frau kennenzulernen. Also darum geht es ja in den allermeisten Workshops. Ne, wie schaffe ich es irgendwie, eine Partnerin zu gewinnen oder wenigstens Sex zu haben oder irgendwas? Und dann aber so unter sich bleiben und so hermetisch sind. Und ich glaube, dass ganz viele Männer einfach so verunsichert sind. Und das ist ja das Lustigste, ne? Damit sagt sie ja indirekt, ja, dass sie mehr mit Frauen eigentlich sich auseinandersetzen. Das Problem ist ja, wenn du Frauen fragst, was Frauen interessant finden, dann geht er das Politbüro an. Dann hörst du soziale Erwartungen und sie glauben es natürlich. Ja, nett soll er sein, zuvorkommend. Und natürlich nicht die knallharte Wahrheit und auch die empirische Grundlage.
dass Frauen meistens komplett anders wählen, teilweise halt evolutionsbiologisch determiniert. Und das sind natürlich unschöne Wahrheiten, ne? Deswegen ist es ja besser, wenn sie unter Männern sind, weil wenn du einen Fisch fangen möchtest, wie oftmals gesagt, fragst du natürlich nicht den Fisch, sondern den Fischer, ist ja ganz klar, aber sie hatte diese gelebte Erfahrung nicht, ne? Sie hatte nicht diese männliche Positionalität, dass sie diese Realität am eigenen Leib erfahren hat. Also, no Gurke, no Opinion, wie die jetzt sagen würden. In ihrer Männlichkeit, weil wir auch so viel darüber sprechen und es so bewusst ist und auch eine Identität einfach geworden ist, dass sie sich erhoffen, dass sie in so einem Workshop lernen, wie sie Frauen kennenlernen können, wie sie Beziehungen führen können, aber dann wieder genau in diese eigentlich total toxischen, auch überwundenen, zumindest was unsere Ideen davon angeht, ne, überwundenen, ehemaligen, altbackenen Ideale wieder reinkommen. Ich find's so geil, wie sie einfach nicht den mentalen Sprung zur logischen Konsequenz machen kann, ja. Warum wird ihnen denn immer wieder dieses altbackene Überstellungsverhalten, prosoziale Dominanz und all diese Dinge denn gelehrt? Weil es Frauen einfach interessant finden und weil Frauen dementsprechend immer noch selektieren. Ne? Die ewig gestrige ist ja in Wirklichkeit die weibliche Partnerwahl. Und da ist natürlich Schuld und Scham fehl am Platze, sondern das ist einfach eine empirische Beobachtung, die in der Masse zutrifft. Und deswegen bedienen Männer wieder diese Verhaltensweisen. Aber das können sie nicht machen, ne? Da ist die Gedankensperre, die Erkenntnisangst, das Gedankenverbot, weil dann wäre es ja nicht rein kulturell erschaffen und dann würde das ja nur teilweise was bringen, dauernd ja das Dekonstruieren versuchen zu behandeln. Und da ist natürlich das ganze Grundlage, das ideologische Weltbild, auf dem diese Ideologen halt stehen, hier das Problem bei der Erkenntnis und endlich mal zu sagen, ja, der Kaiser hat keine Kleider. Beim Männerworkshop halten Stefan und andere Workshop-erfahrene Rudelführer Vorträge für die neuen Teilnehmer. Stefan erklärt, was er im vergangenen Jahr über Frauen gelernt hat. Wir möchten euch heute beibringen, zu denken wie Frauen. Währenddessen wir ganz klar aufzählen können, was wir wollen, was wir brauchen und das in klare Worte packen können und Fakten nennen, brauchen Frauen Bilder. Das ist bei uns andersrum. Ja, sieht man halt echt. Ne? Meistens emotionale Beweisführung, emotionale Eintagsfliege, Bauchi an einem Tag so, an einem anderen Tag so. Natürlich hier ein bisschen überspitzt, für die nicht alle Polizei, nicht, dass sie jetzt hier gleich abgeführt wird. Ist halt echt so, dass es aber, glaube ich, auch schwierig ist, hier das nachzuempfinden, gerade weil Frauen eine komplett andere Sexualstrategie haben, die Männer, glaube ich, schwerer nachempfinden können, weil sie ja, wie häufig gesagt, nur alle 10 Monate schwanger werden können, dementsprechend eine viel, viel feinere Selektion haben, ne? Die sequentielle Schwellwertmethode, ist es wirklich der beste Mann, den ich mit meinem Dating-Marktwert anziehen kann und da natürlich so heftig vorselektiert und an einem Tag ist er das dann wieder interessant und dann hat er einen Beta-Move gemacht oder hier den Kongruenztest verfehlt und dann zack wieder emotionales Tampon und so weiter und so fort. Bei dem Auto interessiert mich überhaupt gar nicht, wie weich sich der Sitz anfühlt. Mich interessiert die Motorleistung. Bei Frauen ist das tatsächlich anders. Um das zu demonstrieren, bittet er 5 Männer auf die Bühne. Das ist ja auch immer so geil, ne? Wenn du hier Thema Autos und dicken Wagen hast, großen, dicken Wagen, reißt du keine Frauen auf, sondern andere Männer, weil die sich dafür interessieren. Auch letztes Mal mit einem Kumpel besprochen, bei Frauen ist vielmehr der Kontext so der Schlüssel, ne? Warum macht er das Verhalten? Da wird immer warum gefragt. Dieser sozialere Aspekt, wie ist der letzten Endes eingebunden, welche Sozioökonomie, Statuspotenzial und all diese statussensitiven Einschätzungsmechanismen kann ich daraus wirken. Frauen wollen allgemein eher die Kompetenzhierarchie spüren und deswegen wählen sie auch immer auch Männer, die auch von anderen Frauen gewollt werden. Aber bei Männern lässt sich das nicht beobachten. Ne? Wenn eine Frau von vielen Männern gewollt werden, juckt es dich ja nicht in der Masse. Wie das jetzt Frauen relevant als Marker von sozialer Status, ne? Frauen machen da sozusagen die Proxy-Selektion. Von der hat er 5 Sterne auf Amazon und von der muss gut sein. Oder um es in den Worten vom ersten Propheten zu sagen. Ach, der Toni, den musste man nehmen. Jetzt sind sie natürlich am Start. Ob sie einen Freund haben oder nicht, kommen sie eigentlich vorbei. Was euch Frauen machen. Und ihr, meine Herren, ihr wollt sie begeistern, irgendwo mit hinzufahren oder wir sind ja unter uns, ihr könnt doch was Sexuelles beschreiben, aber wie schafft ihr das, dass sie sich das vorstellen können, dass sie das fühlen können? Schauen wir doch mal, wer alle 5 mitnimmt. Hallo, ich würde euch gerne einladen auf eine einsame Hütte im Wald im Winter
traumhaft. Wir können die Kälte draußen spüren und uns freuen auf das warme Feuer, vor das wir uns dann später setzen mit einem Glas Wein. Wir machen uns dann gemütlich. Und das ist halt das Problem, ja, dass Männer hier nicht diese Sensibilität haben, was Frauen denn interessant finden. Wenn eine Frau sowas hört, dann denkt sie sofort, oh, Creep. Weil sie hat ihn ja nicht vorher erstmal ausselektiert. Ist dieser Typ sicher? Eine Frau schaut allgemein viel mehr auf das Thema Sicherheit, weil eine Frau eben körperlich in der Masse viel schwächer ist und sich daher nicht schützen kann und da andere adaptive Mechanismen hervorbeschworen wurde durch die Evolution. Und deswegen, wenn eine Frau sowas hört, dann denkt sie sofort, oh Gott, Alarmstufe rot. Und da gilt es eben vielmehr auch Komfort und natürlich Anziehung zu schaffen, dass sie erstmal auf sowas Lust hat. Und sowas würde nach hinten losgehen. Mit sowas holst du eben Männern ab. Geil, eine Hütte, chillen, Feuer, saufen und so weiter. Auch ein wichtiger Aspekt. Ja, und ich würde euch einladen, mit mir die Zeit zu verbringen. Und kannst du kurz sagen, warum du nicht mitgehen würdest? Ich hatte das Gefühl, dass er das nicht wirklich sich auch so bildlich vorstellt, wie er es erzählt. Und das ist natürlich Schwachsinn, ne? Frauen würden dann sofort natürlich meistens hinterm Berg halten, ah, du, mein Kanarienvogel und so weiter, irgendwas sowas, ne? Das ist halt nicht auch gefährlich werden kann, weil wenn Männer Nein hören und es sind Betas und dann können die ja teilweise aufbrausend sein, aggressiv werden. Deswegen kommen ja auch hier adaptiv immer von der Frauenseite hier diese, oh, meine Katze hat eine Laktoseintoleranz entwickelt. Erstens und zweitens, wie gesagt, ist er wirklich der Typ mit dem hypergamen Standard und hat er Komfort, ne? Alleinige Waldhütte, nicht, dass er mich umlegt. Solche Gedanken kommen Frauen viel eher in den Kopf. Das hat mich nicht so abgeholt. Und die noch? Ja, ich fand die Idee sehr schön, mit mehreren Frauen da zu sein. Ey, du bist eine Frau. Ja. Und die Wärme, das Knistern vom Feuer, das hat mich echt überzeugt. Dankeschön. Warum möchte ich Frauen besser verstehen? Weil ich aus einer sehr langen, offensichtlich toxischen Beziehung komme, die kein gutes Ende nahm, möchte ich, dass mir diese Fehler nicht mehr passieren. Und ich werde auch immer vorsichtig, ne, dass man zu sehr immer schnell dieses Label toxisch und narzisstisch und was weiß ich immer raushaut. Weil es sind halt nicht immer irgendwelche psychopathologischen Geschichten. Oder weil er vorhin gesagt hat, ne, hat er der Frau das überschrieben und dann hat sie irgendwann hypergamen Zweifel gehabt, ne, benennt er natürlich nicht so. Aber es ist halt meistens der Grund dafür. Dann ist es ja nicht pauschal toxisch, sondern kann halt auch einfach, ja, weibliche Natur, Hypergamie juckt sich nicht über deine Geschenklein und so weiter. Oder er dann halt durch diesen verborgenen Vertrag, was er sich erhofft, ja, und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Und das ist dann halt auch wichtig, nochmal hier ein bisschen nuanciert immer drauf zu blicken. Durch diese Erkenntnis, wie denkt deine Frau, wie fühlt man, wie kann ich mich zeigen, hilft mir das sehr, meinen Raum zu behalten. Und das, wie eine Frau denkt, ne, das kannst du eben am meisten rausfinden, indem dir andere Männer, die sehr viele Erfahrungen, Erfolge mit Frauen hatten, das dann beschreibend erklären, im Vergleich von einer Frau einfach hier die Aussagen für bare Münze zu nehmen. Weil meistens ist es 180 Grad in der entgegengesetzten Richtung, was sie sagen und was sie in Wirklichkeit interessant, spannend, attraktiv finden. Ja, diesen Punkt darf man auch gerne jedes Mal nochmal reinhämmern, damit es endlich hier bei den Männern auch ankommt. Männerforscher Christoph May hält heute ein Online-Seminar für Fachkräfte aus ganz Deutschland aus dem Bereich der Jungen- und Männerarbeit. Und so kommen eben die Ideologen hier in diese ganzen Einrichtungen rein und der Woke-Virus verbreitet sich dadurch, ne? Weil eben dann hier oh, Männer böse, Männer toxisch, alles schlechte, Männer und so weiter, hier dann von top-down in die Kinder, in die Kitas und so weiter rein indoktriniert wird, was ja eigentlich sehr, sehr, ja, hochproblematisch ist. Ich wollte noch eine Anmerkung machen. Die Diskussion, die kommt tatsächlich auch häufiger aus, ob man nicht auch Safe Spaces für Männer bräuchte. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe es kritisch mit auch kritischen Männlichkeitsgruppen, die gerade überall aufploppen. Jürgen, du hast ja auch eine gegründet. Seid ihr nur unter Männern, Jürgen, darf ich fragen, oder habt ihr auch weibliche Personen mit dabei? Das sehen wir auch wieder so. Es ist ein intrinsisches Thema, was das Böse letzten Endes hervorbeschwört, wenn die nur unter sich ist. Na, da muss man auf alle Fälle ganz neurotisch reingrätschen, ne, dass dann der Hass gesagt wird oder selber gedacht wird. Das wäre das Allerschlimmste. Nur Männer leider. Ja. Also super gut, dass die Gruppen gibt, aber trotzdem würde ich raten, das langfristig aufzubrechen und warum nicht weibliche Perspektiven reinholen. Das ist das, ne? Wieder der Klassiker, am weiblichen Wesen soll die Welt genesen. Auch wieder dieses Unterworfenheitsprinzip, dieser Essentialismus, ja. Der halt dann strukturell anerzogen ist. Und auch diese ideologische Motivation sehen wir ja hier teilweise analysiert. Was sind jetzt Faktoren, ne, weil er gesagt hat, Psychologie, die männerfreundliche Psychotherapie
ausmachen. Und das fand ich ja auch sehr, sehr spannend hier im Buch. Männer sind allgemein hier durch dieses Duluth-Modell, was aus den USA natürlich hierher geschwappt ist, feministisch leider Gottes nicht ideologiefrei, wo man das dann sehen, ja, dass man die nur umerziehen muss, um die toxisch männlichen Eigenschaften oder Haltungen gegenüber Frauen rauszubekommen, ne? Dominanz, ja, oder sowas, wird da gar nicht weiter hinterfragt. Und was es halt noch wichtiger macht, dass im Grunde diese Herangehensweise Kindheitstraumatisierungen, Komplextraumatisierungen komplett außer Acht lässt, sondern nur diese kulturelle Ebene. Ne? Indianer kennen keinen Schmerz, deswegen fällt das sich so, was halt leider Gottes meistens Bullshit ist, sondern eher in der Kindheit anzusiedeln ist, warum letzten Endes diese Männer dann auch aggressiv sind, warum sie Schläger sind, ja, oder auch Vaterlosigkeit ist ja auch ein großes Thema, ne? Akute oder chronische Single-Mutter, wie häufig gesagt, Wichtigkeit der väterlichen Involviertheit, dass genau sowas präventiv sein wird, ja. Männerbünde, die dann eben den Jungen zum Mann nachreifen lassen auf der emotionalen Ebene. Aber na, das sind ja dann wieder primär Männer. Um Gottes Willen, da wird ja was reproduziert. Für den Rat, ich hätte gerne Frauen drin, aber es ist nicht so einfach. Zwar schon auch Gruppentreffen gemacht mit meiner Frau zum Beispiel, aber nicht jede Partnerin, sag ich mal, begibt sich dort rein in eine Gruppe. Und oh, Geschlechtsunterschiede bei den Interessen. Ah, da müssen wir auch gleich nochmal alle umerziehen hier. Wesentlicher Punkt bei uns in der Gruppe ist, deswegen haben wir auch etliche Männer unterwegs verloren, weil wir manche Männer auch, ich sag mal, ihnen den Spiegel gehalten haben und weil es uns wirklich auf Selbstreflexion ankommt. Das Ziel ist, Männern klarzumachen, dass wir und unsere männerbündischen männlichen Monokulturen, männlich dominierten Umgebungen das Problem sind. Und das Schuldschnuller, ja, toxische Scham immer schön rein. Ihr seid böse, ihr seid für alles Schlechte auf der Welt verantwortlich, ja. Und da muss ich leider Nein, danke, ablehnen und schöne Alternativen kultivieren, andere auch darin zu bestärken. Ne? Immer weiter hier Alternativen schaffen, damit diese Indoktrination hier nicht noch mehr psychische Gesundheitsabstriche in den Männern hervorbeschwört. Das ist die Aufgabe, dass es nicht die Aufgabe von Frauen, intertrans, non-binary Personen sein kann, Männerbünde aufzubrechen, sondern dass es unsere Aufgabe sein muss, Männerbünde aufzubrechen und das dann umzustellen und Lust zu machen auf diese neuen Perspektiven und denen zu sagen, wenn ihr das eine Weile umgestellt habt, wollt ihr auch nicht mehr zurück. Und da ist halt leider auch wieder die Sollbruchstelle, dass die meisten Männer eben auf Frauen stehen und die meisten Frauen eben auf Männer und Männlichkeit und das halt schon in einem bestimmten Rahmen existiert. Klar muss sich kein Mann da dementsprechend verhalten, aber dann kommt er halt nicht am Datingmarkt voran und dann bekommt er nicht die Intimität und nicht die Frau seiner Wünsche. Auch deutlich zu machen, wie stumpf auch diese Männerfantasien, diese männlichen Erzählungen und Bilder sind. Ja. Ja, stumpf, schlecht, böse, blöd. Ne? Das ist dann genau hier dieses Schuldschnuller, scharminduzierende Metanarrativ der hegemonialen postmodernen Linksversifften, leider Gottes. Im Männercamp nähert sich der Tag des Kriegers seinem Höhepunkt. Schon viel Energie da? Habt ihr Bock? Nach dem Aufwärmen sollen die Männer gegeneinander im Ringkampf antreten. 2, 1, ja, immer gut, ne? Auch hier Kampfsport, alles, was die Wokies natürlich nicht so toll finden, aber was damit auch kultiviert werden kann, ist ja das mehr in den Körper reinkommen, raus aus dem Verstand und auch, ja, körpertherapeutische Konzepte könnte man sich dann hier vorstellen, gerade wie vorhin gesagt, Psychologie, mentale Gesundheit und dass sie dadurch natürlich auch mehr Selbstvertrauen gewinnen, mehr sich, wie gesagt, im Körper befinden können, gerade wenn es um Traumatisierung geht. Da gibt es auch dieses Buch The Body Keeps the Score, ne? Und da setzt ja sowas dann auch an, gerade wenn sie nicht dauernd emotionale Striptease machen wollen, damit dann traumatische Erfahrungen integrieren können. Aber das ist ja böse, oder wie der Thomas ja mal treffend erkannt hat, ja, die weibliche Art und Weise, seine Gefühle auszudrücken, ist die richtige Art und Weise, seine Gefühle auszudrücken. 1, 2, stopp! Boah, es ist toxisch, wie er da auf das Holz haut. Warum machst du denn das? Warum kannst du nicht wie die Irmgard jetzt da sitzen und weinen und über deine Gefühle reden? Auch wenn es für manche vielleicht cringe ist, tausendmal besser als das, was die Alternative, die Gegenseite sozusagen, die Männerfeinde, darf man schon sagen, propagieren, weil hier geht es ja vielmehr das Männliche, und es spricht ja auch mehr Männer. Die beste Version seiner selbst werden Grenzen durchbrechen, ja, Ängste überwinden in der Gruppe unter Männern, ne?
All das, was natürlich von den Blue-Pillern als problematisch bezeichnet wird. Fuck, ey. Es tut weh, ich kann es bewegen, aber ich bin verdammt froh, dass ich dieses Brett durchgeschlagen habe. Da sieht man auch schon wieder eine positive Entwicklung, ne? Dass er merkt, okay, da ist ja doch noch mehr. Ne? Die Latte immer höher setzen und auch langsam progressiv mehr daran wachsen. Das gleiche wie im Fitness, mit mehr Gewicht, mehr psychisches Gewicht, größere Ziele setzen, mehr hier Ängste, Ansprechangst oder sonst was überwinden. Und zwar in einem positiv männlichen Rahmen, ohne dabei zur Frau zu werden. Ich fühle mich stärker. Stärker fühle ich mich, definitiv. Das tut jetzt den Rest des Workshops weh. Okay, meinetwegen. Ich hab's gepackt. Der letzte Abend im Männercamp. In den vergangenen 7 Tagen mussten die Teilnehmer ständig ihre Komfortzone verlassen, haben viel über sich und die hier gelehrte Form des Mannseins gelernt. Eine wichtige Erfahrung dabei? Ein intensives Männergemeinschaftsgefühl. Mit 200 Männern so einen intensiven Kontakt zu fühlen, sich einfach mal, weil es ein Bedürfnis ist, zu umarmen, weil es einem gerade gut tut, das alleine war schon eine Erfahrung. Die fand ich mega. Ja, ich bin ja nicht so der Kuscheltyp. Aber wie man es ja auch vom Center of Male Psychology von John Barry und seinen Kollegen hier lesen können, dass gerade hier so ein Gruppensetting sehr, sehr positiv ist, lösungsfokussiert, ja, männlich zentriertes psychologisches Auseinandersetzen kann hier eben lösungsorientiert sein, ne? Weil Männer wollen gleich immer ein Problem lösen und warum nicht hier mitgehen, aber auf optionaler Ebene auch hier dieses Bauchi-Emotionsreden-Thema anbieten, auch wenn es weniger kultivieren. Und hier schreibt er dann auch, ja, nur Gefühle explorieren, wenn der Klient hier Lust drauf hat, bereit ist und komfortabel in dem Bereich ist, aber nicht hier diesen Zwang, du Sauhund, rasch jetzt endlich wie die Frau über deine Emotionen zu fix. Ja, Klienten fokussiert und schauen, was sind denn die Bedürfnisse von dem Mann und halt auch total in Ordnung, ja, wenn der dann halt traditionelle Männlichkeit an den Tag bringen möchte. Wie ist das für dich jetzt wieder in die Welt zurückzukehren? Schwierig, also einerseits ist da so die Energie von diesem Workshop. Also ich habe jetzt auch ganz groß den Drang, halt Dinge zu tun und ja, was zu verändern. Und mit dieser Energie möchte ich da jetzt reingehen. Und ich hoffe, das wird mir jetzt nicht sofort wieder zerschlagen durch die Realität, weil die einfach so anders ist als das hier. Ja, vor allem, wenn in deinem normalen Umfeld nur Blue Pill Buckdackel am Start hast. Da ist es ja dann oftmals, oh, was machst denn du? Persönlichkeitsentwicklung. Fühlen sich teilweise, wenn sie nicht hier auch auf der Wachstumsspur sind, ja, wie die Krabben, den muss ich unten halten, dass meine eigene Position in der Statushierarchie gefährdet ist. Daher kommt es oftmals teilweise. Und daher ist es halt mehr Ja sagen zu sich selber und auch Männer oder Freunde hier ins eigene Umfeld aufnehmen und auch aktiv suchen, dass das eben noch mehr kultiviert wird. Ja, man hat einen geschützten Rahmen geschaffen, wo man sich ausprobieren konnte. Und ich denke, dass ich das schon in die Welt mitnehmen werde. Ich glaube schon. Ja, es hat auf jeden Fall was im Innern gemacht. Ja. Da werden einige Grenzen freigeschaltet, wenn man hier abseits vom Schuldschnuller, von der Schaminduzierung und Co. einfach mal wirklich man selbst sein darf. Außer natürlich ist es die klassische, traditionelle, böse Männlichkeit. Also da ist gerade am Tag des Krieges habe ich das sehr gespürt, was ja da in meinem Körper. Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil für mich war das letzte Jahr der Krieger, auch der Krieger, dieser Tag. Und dieses Jahr gar nicht. In meinem Weltbild bezüglich Frauen ist mir noch mehr klar geworden, dass es genauso verletzliche und unsichere Wesen sind wie wir auch. Und dass sie sich nach Profil und nach Offenheit sehnen. Also die Zeit des starken, unverwundbaren Mannes, der nie weint, sind vorbei. Da muss ich schon ein bisschen widersprechen. Vor allem, weil Frauen werden schon eher so zu diesen emotional verletzlichen Armen dargestellt. Und die meisten Frauen sind es eigentlich gar nicht. Gerade bei einer Trennung dürfen es sehr, sehr viele Männer spüren, wie da auch ja eher kühl mit dieser ganzen Situation und Sache umgegangen wird. Und zweitens, nochmal zur Studie, wenn es um den Stoizismus geht. Frauen wählen in der Masse, wie es aktuell ausschaut zumindest, leider immer noch diesen stoischen, toxischen Mann, der eher auch Fokus auf Statusambitionen und Co. legt. Ja? Und kein Wunschdenken der Welt kann diese Realität leider Gottes unter den Tisch kehren. Oder um es in den Worten einer Frau zu sagen, der Ayn Rand, ja, da muss ja stimmen, ist eine Frau, du kannst zwar die Realität ignorieren, aber nicht die daraus folgenden Konsequenzen. Darum geht es ja jetzt beim Mannsein. So, ich bin ich selbst, ich folge meinen Weg.
Und dass ich mich als Mann fühle, ist, dass ich mich gegen diese toxischen, stereotypischen Männerbilder einfach durchsetze und sage, okay, diese Bilder gibt es, alles ist mir egal, ich bin so, wie ich bin. Fertig. Schön, wenn er das möchte und wenn es ihm damit gut geht. Aber wie gesagt, das Problem von gerade eben bleibt bestehen. Ne? Die Geschlechter sind ja immer bedingt. Wir können ja nicht einfach hergehen und sagen, ja, jetzt machen wir das männlich und das da, Perücke tragen ist männlich oder sonst irgendwas. Gerade wenn es um den Tanz der Verführung und allgemein um die häufig besungene sexuelle Selektion geht, da wird das Angebot halt auch von der Nachfrage bestimmt. Und deswegen kann jetzt auch nicht eine Frau hergehen und sagen so, boah, ich habe 200 Kilo Body Positivity, jetzt hast du mich mal attraktiv zu finden und wenn nicht, dann bist du ein Frauenhasser. In der Wunschvorstellung schon, aber sie bekommen ja nicht den Mann, den sie in der Masse wirklich haben wollen. Und so geht es dann halt auch den Männern. Ne? Wenn sie dann zu sehr außerhalb der weiblichen Selektion sind, dann ist halt schnell wieder Handarbeit angesagt. Aber damit kommen wir doch mal zum Ende und ich hoffe, wie immer, dass ich euch diesen köstlichsten Hass, also Widerspruch, näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.